Ey, ein so ein Ding, wo ich mich auch immer so aufrege, ey, es sind so Leute, ich sehe das immer in so Insta, in so Reels oder halt, ja, Achtung, TikToks, keine Sorge, es wird jetzt kein TikTok werden, ja, langsam auch, kann ich mich selber auch nicht mehr hören. Aber ey, diese Leute, die so auflegen irgendwo und dann immer die ganze Zeit so Regler benutzen und so, und ich sehe das, ich habe jahrelang aufgelegt, die benutzen einfach nur den Kopfhörer-Gain und machen so einen auf. Und ich denke mir so, Alter, fick dich! Du beschissener Faker! Du machst gar nichts! Du machst nichts! Die Musik, der Produzent, die Produzentin von dem Song, der gerade läuft, laut, da sind Filter-Progressions drin. Da wird rein und raus gefiltert, da wird lauter und leiser gemacht. Du warst alles, was du machst, du dummer Scheiß-Depp! Du dummer Möchtegern-DJ! Du Kack! Ich wohne seit einem halben Jahr in Berlin, Depp! Stehst da im Mauerpark mit deiner Scheißanlage und machst so und tust so, als machst du irgendeine Scheiße. Nee, du machst gar nichts. Du sitzt einfach da und drückst einfach am fucking Kopfhörer-Lautstärkeregler und lässt dich dabei feiern. Nee, nicht mit mir. Fick dich. Und jetzt geh überteuerten Kaffee machen, du Drecks-Kack-Barista, Alter. Mein Gott. Sorry, muss mal raus. Das ist eine Ehre, die Ehre der DJs. Dafür habe ich zu lange im fucking Keller gesessen, bei meinem Kumpel, der sich's leisten konnte. Und jetzt erzählt der Opa von früher, I know, und er hält dabei einen Schraubenzieher, weil ihm ist alles egal mittlerweile. Und er tut auch manchmal hier so ein bisschen die Schraube, die lockeren Schrauben. Oh Gott, wow. Jetzt wird's richtig hacky. Die lockeren Schrauben haben wir schon hier anziehen. Nee, und ich habe dafür immer, musste ich zu Mark, meinem Kumpel Mark, meinem besten Jugendfreund Mark, weil die hatten Geld und wir nicht. Und die hatten Technics 1210er, Direktantrieb-Plattenspieler, zwei Stück. Und das Pioneer DJ 500 Mischpult. Damals hieß es noch DJ 500. Ja, so alt bin ich. Und da bin ich immer dahin gegangen, in jeder scheiß freien Minute, und hab dann versucht, bei ihm zu schnorren, dass ich im Keller Mixtapes machen kann. Was waren damals Mixtapes? Ja, fucking Kassetten. Mixtapes waren noch Kassetten. Und die habe ich dann aufgenommen und dann habe ich Mixtapes gemacht mit Reggae Dancehall. Und so geile Intros gemacht und alles miteinander abgemischt und ich hatte kein fucking Software, die das Beat für mich mischt. Nein, ich musste 90 Minuten lang konzentriert mixen. Wenn ich einen Mix verkackt habe, war der ganze Mixtape verschissen. Und dann habe ich da gesessen und jeden Tag geübt und die Platten vorher rausgesucht und dann mit dieser Kassette bin ich dann rumgegangen und habe immer gehofft, ich kann bei einem der Großen mitfahren, die schon in der 13. Klasse sind, die schon eine Anlage haben und auflegen, dass ich dann meine Kassette bei denen im Auto so ganz nonchalant, so als hätte ich zufällig dabei anbieten kann und sagen kann, hey, ich lege auch ein bisschen auf, ja, hab ich so ein Mixtape. Und dass die es dann anhören und so machen. Boah, Digga, du hast Skills! Und mich dann fragen, willst du auch mal auflegen? Und so habe ich es dann gemacht und ich habe es auch geschafft und dann habe ich aufgelegt. Und dann kommen diese Kackleute rein mit ihren XLR, diese Scheiße da, wo alles eh automatisiert ist mit irgendwie so einem USB-Stick. Ich habe irgendwie ein paar Sachen von Beatport runtergeladen. Ich habe einfach so auf eine Playlist von Spotify gegangen. Was denn gerade in Tech House? Haben sich irgendwie 20 Songs hier runtergeladen, gehen auf so eine Kack-Open-Air und stehen dann da und machen dann am fucking Mikrofon-Kopfhörer-Gain dumme Moves. Und jetzt wisst ihr, warum ich da so abrente. Das kotzt mich an. Lern die Scheiße richtig. Und dann kannst du dich DJ nennen, aber nicht davor und nicht danach. So, jetzt Rant vorbei.